Hallo, meine Lieben, da bin ich mal wieder. Und zwar ist heute Tauschbäckchenzeit. Und zwar habe ich das Paket von der lieben Steffi bekommen. Und ja, wie ihr seht, ich filme aus einer anderen Perspektive. Sie hat mir im Vorfeld schon gesagt, mein Platz wird für dieses Päckchen nicht reichen. Und ich gebe ihr da vollkommen recht. Als ich dieses Päckchen gesehen habe, habe ich große Augen gemacht. Ich zeige es euch mal kurz. Moment. Ich habe es schon aufgeschnitten. Post habe ich auch schon gelesen. Ich und Steffi haben getauscht, weil sie Silikonform gepostet hat und ich sie gefragt habe, ob sie mir die besorgen kann. Und erst wollte ich sie ja bezahlen und dann haben wir gedacht, komm, machen wir ein Tauschpäckchen. Meins ist noch unterwegs. Ich hoffe, dass es auch jetzt dann bald ankommt. Und ja, wie gesagt, die Post habe ich schon gelesen. Für Sarah. Und das ist eine wunderschöne Karte, die sie, glaube ich, selbst gemacht hat. Und da steht drin, dass das Päckchen jetzt auf die Reise geht, dass sie hofft, dass mir alles gefällt. Und ich denke mal, mir wird alles gefallen. Und klar, würde ich gerne immer wieder gern mit dir tauschen. Und ja, dann fangen wir mal an. Die Karte stelle ich mal hin. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das funktioniert hier auf diesem Platz. Dann fangen wir mal an. Dann hole ich als erstes mal die Silikonform raus, um die es ging. Das war einmal hier diese. Die sind total toll. Und die glänzen auch so schön. Und diese Löffel hier. Die sind nicht türkis, die sind grün. Also in der Kamera kommen die jetzt ein bisschen anders vor. Ich sag mal vielen lieben Dank, dass du mir die besorgt hast. Dann, wo fangen wir Klein und springt. Bin ich mal gespannt. Das Papier ist ja auch total süß. Ich stelle die Form mal auf die Seite, weil sonst habe ich hier keinen Platz. Ich werde mir auch extra Zeit lassen für das Video, weil, ja. Das soll man immer hetzen. Aber ich glaube, ich mache das mal kurz. Oh, Mikroperlen. Da hat sie gesagt, da packt sie mir ein. Schaut mal. Die sind ja mal schöne Farben. Ja, ihr seht es ja selbst. Und hier die unten die bunten. Total schön. Und dann hier nochmal. Die orangenen. Hier auch. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, du freust dich über mein Päckchen auch. Dann machen wir mal weiter. Dann haben wir einmal hier klebt. Washi-Tape. Nein, ich glaub's nicht. Winnie-Pooh, schaut mal. Und mit IA. IA. Winnie-Pooh, Tigger, Ferkel. Ach, ist das süß. Vielen, vielen lieben Dank. Und hier ist noch mal eins drin. Ist das nicht putzig? Dankeschön. Das stellen wir hier mal schön. Oder andersrum. Also sind sie es auf dem Kopf. Ach, ist das süß. Dankeschön. Klebt und glitzert zugleich. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Ich werde es hinter der Kamera auspacken, weil ich habe hier vorne keinen Platz. Glitzerkleber.
Du hast aber viele Farben, hey. Schaut mal. Auch in diesen tollen Teddydosen. Dann einmal hier diese Farben. Boah. Richtig toll. Dann diese Farben. Ihr seht die Farben ja alle selbst. Da brauche ich ja jetzt nichts wirklich dazu sagen. Und diese hier. Cool. Dankeschön. Dann haben wir hier einmal dieses Klebeband. Das ist ja auch cool. Dankeschön. Dann hier einmal glitzert ohne Kleber. Okay, das ist bestimmt Glitzer. Sie hat ja uns ein paar Sachen, also mir ein paar Sachen gezeigt, was sie wegschickt. Und in dem süßen Winnie-Pooh-Papier. Du bist echt der Wahnsinn. Dann haben wir einmal hier Glitzer. Na, Fokus. Ja. Total schön. Dann diesen Glitzer. Die Farben sind echt der Hammer. Dann diese Farben. Total schön. Vielen, vielen lieben Dank. Und den grünen, schaut mal. Gold, Bronze. Total toll. Dankeschön. Dann kommen wir. Abdrücke. Sollen wir die jetzt schon aufmachen? Sollen wir die abmachen? Machen wir jetzt schon auf. So. Und in so einem schönen Organza-Säckchen. Die gucken wir natürlich auch alle an. Dann haben wir hier einmal so einen schönen Vogel, so einen Rahmen, hier so einen runden Rahmen, einen Teller, der ist total toll, und diese Ornamente, cool, dankeschön, dann hier nochmal. Das macht sie mit Kaltglasur. Ich habe auch sowas noch nie in den Händen gehabt. Total toll. Ich leere sie mal kurz alle aus. Dann hier einmal die betende Hände. Und dann hier nochmal so ein. Dann habe ich hier eine Mold von ihr, eine Brezel. Dankeschön. Ganz schön viele. Dann haben wir hier ein Herztellerchen. Ein Blatt. Dann hängt da noch was. Das ist egal, mache ich, ne? Auch so ein Herzornament. Der Tellerchen hier. Nochmal so ein Vögelchen. Dankeschön. Na.
Na, bleibt da. Dann haben wir hier nochmal so ein Blatt. Dann hier nochmal. So. Herzchen. Dann nochmal so ein Tellerchen. Ein Herz. Eine Blume. Und dann haben wir hier so ganz kleine Ornamente. Schüsselchen und Diamanten und Herzchen. So. Dann haben wir hier einmal eine große Schokolade. Dann hier das Baby. Das Baby gibt es in drei Größen. In drei Größen. Oh, ganz viele. Dann so Bases. Verschiedene. Dankeschön. Dann hier Herzchen. Moment. Haben wir noch? Nein, da ist noch ein Herz. Ein Herzchen. Dann Karten und ein Schloss. Ich lege sie gerade auf die Hand. Dann einmal diese hier. Dann einmal diese hier. Zu den letzten. Und ich sehe die hier. Weil die Muscheln, die sind so klein. Total toll. Dankeschön. Und nur zwei Sachen sind leider kaputt gegangen. Das einmal eine Schneeflocke. Eine Schneeflocke und der Schlüssel. Schau. Moment. Der ist schon kaputt gegangen. Macht aber nichts. So, dann machen wir mal weiter. Also vielen Dank erstmal für die tollen Abdrücke. Ich brauche nur Silikon, das ist das Einzige, was ich brauche. So, das nächste Päckchen, da steht drauf, pst, wird nicht verraten. Na, da gucken wir mal gleich rein. Dann sehen wir ja sofort, was da drin ist. Okay. Und du hast so viel eingepackt, du bist da echt verrückt. Ah. Nein! Also als erstes haben wir einmal hier einen total süßen Engelkugelschreiber. Ach, ist der süß. Der kriegt einen Ehrenplatz. Und das Obergeilste ist ein FC Bayern Kugelschreiber. Ihr Mann ist auch FC Bayern Fan und ich ja auch. Und ich habe ihm was mitgeschickt. Ach, ist der geil. Macht er auch Musik? Da gab es mal einer, der macht auch Musik. Das müssen wir mal gucken. Nein, der macht nichts, aber der ist total toll. Der kommt in meine Vitrine. Dankeschön, der kriegt auch hier ein, dass man ihn ja sieht. Obala, so. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Dann haben wir hier einmal hier fürs Hobby. Du machst mich echt sprachlos. Und vor allem, da ist noch ein Adventskalender drin.
Dann muss ich von 1. bis zum 24. aufmachen. Aber nachher kommt noch ein zweites Video, wo ich die ersten 1 bis 3 mache, weil ja schon heute der dritte ist. Und ja, da bin ich echt gespannt. Und da sind Sticker drin. Ach, wie cool. Sticker. Dann haben wir einmal Engelsticker. Ich habe sie gefragt, ob sie Engelsticker hat. Ach, sind die süß. Dankeschön. Dann sind hier so Nail Art Sticker drin. Die kann man auch toll eingießen. Hier auch. Dann haben wir hier auch nochmal. Total cool. Dankeschön. Eulensticker. Dann haben wir hier auch nochmal. Die ist ja auch wunderschön. Dankeschön. Und Winnie Pooh. Total toll. Ja, ich liebe ihr. Da, schaut mal. Und Eulen. Guckt mal. Das könnte man jetzt auch so zusammentackern. So zusammentackern und ein Glas mit einer Kerze reinstellen. Das würde auch bestimmt toll aussehen. Dankeschön. Dann einmal hier Zahlensticker und Buchstabensticker. Cool, Dankeschön. Da kann ich endlich das machen, was ich vorhab. Und hier einmal Pferdesticker. Total toll. Dankeschön. Und dann, was haben wir hier? Das nehme ich gerade mal. Eulenpapier, oder? Ich glaube ja. Moment. So, jetzt habe ich es auf. Das ist Papier. Schaut mal, wie schön. Mit Eulen. Hier nochmal Eulen. Ach, ist das toll. Das will man ja gar nicht benutzen. Irgendwie ist doch zu wenig Platz. Nochmal Eulen. Dann wiederholt sich das alles nochmal. Ach, ist das toll. Hier vorne habt ihr auch nochmal die Motive. Die sind ja cool. Dankeschön. Wo soll ich das alles noch hinlegen? Vielen, vielen lieben Dank. Dann haben wir hier ein Päckchen, das steht drauf. Für die Kunst. Okay, da sind wir. Es kleppert ein bisschen. Da sind wir mal gespannt, was da alles drin ist. Oh, ha! Du bist doch verrückt. Du bist verrückt. Aber sowas von verrückt. Aber im positiven Sinne natürlich. Und dann fangen wir hier einfach mal mit den drei Bonbons an. Die sind ja mal cool. Drei Stück. Die lege ich mal auf die Seite. Die kann man so aufmachen. Dann kann man da was reinmachen. Aber ich glaube, ich versuche die abzuformen. Mal gucken, ob das funktioniert. Cool. Dankeschön. Dann hat sie mir einmal hier diese Schraubösen eingepackt. Da habe ich sie gefragt, ob sie welche hat. Cool, Dankeschön. Jetzt habe ich endlich wieder. Dann hat sie mir zwei Räder reingemacht. Einmal mit Deko-Sand, glaube ich, ist das. Ja. Und das sind wunderschöne Farben. Schaut euch das mal an. Und dann einmal hier noch auch noch so Nail-Art-Rad mit verschiedenen Teilen dran. Dankeschön. Total toll. Und dann hat sie mir hier so eine Teddybox eingepackt. Die mache ich gerade mal kurz auf, dass wir da auch reinschauen können. Und ich sehe da was. Ein Angry Bird Capuchin. Ich glaub's nicht. Schaut mal. Und dann haben wir einmal hier Charms. Die schauen wir natürlich mal an. Du bist doch echt der Wahnsinn. Und gleich so viele.
Vielfach schauen wir jetzt zusammen an. So, dann haben wir hier einmal so einen Schlüssel, einen Eiffelturm, nochmal so einen Eiffelturm, ein Schloss, ein Teddybär, eine Hello Kitty auf dem Fahrrad, einen süßen Engel, ein Delfin, ein Fußball, den habe ich auch schon, aber egal, ein Kleeblatt, nochmal ein Kleeblatt, eine Krone, die finde ich auch total toll, habe ich auch schon, aber egal, dann nochmal ein Kleeblatt und ein kleines Schloss, nochmal so ein Eiffelturm, die Sand ist auch toll, schaut mal. Ein Schlüssel. Ich liebe Schlüssel. Ein Teddybär. Eine Gitarre. Ein Anker. Handschellen, die sind ja geil. Und einen Elefanten. Und eine Pistole. Ein Fußballschuh, der ist ja mal genial. Ein Teddybär und nochmal ein Teddybär. Dankeschön, vielen, vielen, vielen lieben Dank. In dem zweiten Fach war ein Engel. Der kommt auf mein Regal, der ist auch wunderschön. Dankeschön. In dem nächsten Fach sind dann nochmal Charms dran, und zwar Weihnachtscharms. Und zwar Schneeflocken. Und Schlitten, Schneeflocken verschiedene. Und ein Geschenk. Die sind ja auch mal cool. Dankeschön. Und in einem anderen Fach sind Eulencharms. Oh, du bist echt. Einmal diese Eule. Die ist ja auch mal hübsch. Diese Eule. Diese Eule. Aber da. Diese Eule. Und diese Eule. Total toll. Dankeschön. Dann haben wir nochmal Engel, drei Stück. Hoppla, die kommen auch auf mein Engelregal. Drei ganz wunderschöne. Dankeschön. Dann haben wir in dem nächsten Fach Perlenengelflügel. Dann hier eine Rose Capuccia. Eine Rosenkapuzza und hier schaut ein Angry Bird Vogel. Ach, wie toll. Und hier sind diese Collier-Schlaufen. Cool, danke schön, dass du daran gedacht hast. Und hier haben wir auch nochmal so Teile für Ketten und so drin. Cool, vielen Dank für die schöne Box. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit dem Zeug. Dann haben wir hier stehen Lecker. Oh, Winnie Pooh. Eine Winnie Pooh-Dose. Und ein Eulenhandtuch. Halt mal eine Eule. Das muss man in warmes Wasser machen. Und dann wird es ein Handtuch. Das ist ja mal cool. Dankeschön. Ich stelle mal kurz das nach da oben. Und dann haben wir hier nochmal so eine Winnie-Pooh-Dose. Die habe ich jetzt zweimal, aber egal. Winnie-Pooh ist toll. Vielen, vielen Dank. Was haben wir denn da drin? Kinderschokolade. Und ein zerdrücktes Ü-Ei. Kinderschokolade, ich liebe Kinderschokolade und Kinderüberraschungsei. Dankeschön. Was für die schlanke Linie, sag ich da nur. Ah, so, dann machen wir mit dem nächsten auf. Da steht Vorsicht Glas. Das wird die Ding wahrscheinlich sein. Und das schaut euch das Geschenkpapier mal an. Das ist total toll. Mit Winnie Pooh und ach. Du bist echt der Wahnsinn.
Bin mal gespannt, was du sagst zu dem Päckchen von mir. Ja, da ist diese Glasscheibe drin. Fürs Fimo. Total toll. Dankeschön, dass du mir so eine mitgeschickt hast. Da kann man echt toll Fimo drauf machen und man kann es auch mitbacken. Dann haben wir hier ein Päckchen für die kalten Tage. Mal gucken, was da drin ist. Also ich hab's. Oh! Total süß. Schaut euch das mal an. Ich muss das mal kurz aufmachen. Das ist ja mal total süß. So eine kleine Wärmflasche. Da muss man hier das knicken und dann wird es warm und dann kann man das hier reinmachen. Das ist ja mal total süß. Und das kann man dann, wenn es kalt ist, in heißes Wasser machen und dann wird es wieder warm. Dankeschön. Oh, schaut euch das mal an. Schon so viel. Und das Päckchen ist immer noch nicht leer. Und hier ist der Adventskalender. Da kommt nachher noch ein extra Video zu. Dann gehen wir weiter. Dann steht da drauf für dich. Jetzt weiß ich nicht, ob das selbst gemacht ist. Dann lasse ich das mal auf der Seite. Oh, was ist denn da? Fürs Hobby zum Sammeln. Das ist so ein ganz großes Päckchen. Da bin ich ja mal gespannt. Na. Ah, okay. Ah, eine Eulenkerze. Schaut mal. Ach, ist die süß. Die ist ja richtig schade zum Anzünden. Cool, dankeschön. Und dann haben wir hier nochmal was von der Eule. Was ist das? So Glasplatten. Mit Eulen drauf. Schaut mal. Das sind, glaube ich, Tassenuntersetzer. Cool. Dankeschön. Und das Obertollste ist diese Eule hier. Guckt mal. Ach, ist die toll. Die funkelt richtig cool. Dankeschön. Total toll, dankeschön. Und es nimmt und nimmt kein Ende. Also ich werde jetzt mal, da haben wir noch was Süßes, dankeschön. Und dann haben wir hier so ein Notizbuch. Ich glaube, das ist selbst gemacht. Cool, dankeschön. Der ist echt toll geworden. Du hast echt Talent. Du machst echt tolle Sachen. Die müsstest du mal echt öfters zeigen. Gerade einen Moment. So, dann habe ich nochmals Silikonform gefunden. Die hat sie mir auch besorgt. Die sind auch total toll. Moment. Brauche ich schon eine neuere Box? Ja, das sind solche. Cool, dankeschön. Dann einmal diese hier. Mache ich kurz mal auch das Papier weg. Was andere für Backen nehmen, nehmen wir zum Basteln. Das sind solche. Die sind auch total toll. Dankeschön.
Und dann diese runden noch. Total cool und die glänzen so schön. Dankeschön. Und vor allem danke, dass du mir die besorgt hast. Und dann kommt das nächste Päckchen, da steht drauf, sollte man immer haben. Okay. Kannst du nicht erraten, was es ist? Und Pflaster, da hast du recht. Einmal haben wir hier Pflaster. Da hast du vollkommen recht. Ich bin eh einer, der mir immer die Finger schneidet. Cool, danke schön. Und einmal Tücher. Dankeschön, die werde ich auch benutzen. Ach, ey. Ich habe keinen Platz mehr. Dann haben wir hier noch ein Bonbon. Dann steht er zum Mischen. Das werden wahrscheinlich Schnapsgläschen sein. Das schickt der Himmel. Ich habe nämlich keine mehr. Weil die, wo meine Tante mir immer bestohlt, die haben momentan keine mehr. Ja, Teddy-Schnapsgläschen. Dankeschön. Ach, ich habe keinen Platz mehr. Steffi, ich habe keinen Platz mehr. Du bist echt der helle Wahnsinn. Dann haben wir noch einmal sowas. Da steht nichts drauf. Und es klappert. Ah, sehe schon. Boxen hier. Oh Mann, wie mache ich das jetzt am besten, dass ich euch das. Ich hole ich mal kurz runter und zwar einmal hier solche Herzteile. Cool. Und der knackert. Da werde ich mir eine Mold von machen für diese. Ramo, ich hab. Cool, Dankeschön. Schleifchen. Dann haben wir einmal Perlen. Ja, sind das Perlen? Ja, sind Perlen in verschiedenen Farben. Dann Fläschchen. Und sogar schon mit Haken dran. Dann hier haben wir große Fläschchen. Dankeschön. Und hier hinten haben wir noch Fläschchen und ich glaube, das sind Magnete, ja. Diese Orangensgläser oder wie die heißen. So. Das bleibt alles so drin, wie es da ist. Vielen, 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 vielen Dank. Schaut euch das mal an. Das ist wahrscheinlich selbst gemacht. Das mache ich zum Schluss. Das ist der Wahnsinn. Dankeschön. Dann komm, haben wir hier nochmal, oh, nochmal so eine Riesenbox, da steht Verschiedenes. Und das macht auch so krass. Oha. Ich hab's zu doll geschüttelt, glaube ich. Ich hab's zu dolle geschüttelt. Jetzt mache ich das erstmal. Das ist doch der Wahnsinn. Du bist verrückt. Du bist echt verrückt. Und vor allem, das sieht man echt, die Liebe zum Detail. Das ist echt der Wahnsinn. Wie mache ich das jetzt am besten? Die Box ist nämlich riesig. Ich hole euch da am besten auch nochmal runter. Und zwar haben wir hier Knöpfe. Was für coole Knöpfe. Und dann haben wir hier Eulenstanzteile.
Ach, sind die süß. Und sie hat sie sogar schon beklebt und einzelne. Und schaut mal, da sind schon einzelne vorgemacht. Und welche, wo man noch selber zusammen machen muss. Die hole ich aber jetzt nicht alle raus. Dann haben wir hier Winnie Pooh. Das. Da haben wir einmal Kettelstifte drin und diese Acrylteile. Total toll. Und dann haben wir hier einmal ein Winnie Pooh. So Ding. Weiß nicht, wie man dazu sagt. Ein Ticker. Ein Ja. Ach, so süß. Und ein Ferkel. Vielen, vielen lieben Dank. Dann haben wir hier einen Büroklammer mit einer Eule. Und dann haben wir hier Eulenperlen. Ach, sind die toll. Verschiedenen Farben. Guckt. Dann haben wir hier selbst gemachte Sachen. Da haben wir einmal diese Kerzen macht sie selbst. Die formuliert sie selbst. Schaut euch das mal an. Die sind total toll. Vielen Dank. Dann noch hier so Perlenengel. Ein kleines Bonbon. Was haben wir denn noch? Ein Eis. Und auch noch ein paar Kettelstifte. Da ist noch ein kleiner Engel. Ach, ist der goldig. Moment. Schaut euch das mal an. Dann haben wir hier noch so ein Fläschchen. Bleibt doch da. Total toll. Und das ist noch ein Kettelstift. Und hier haben wir ein Lolli. Total toll, die Idee. In der nächsten Fach habe ich schon was entdeckt. Und zwar. Das ist ja mal geil. Total, kommt an meine Wand oder in meine Vitrine. Dankeschön. Das gucken wir gleich an. Das hat sich eine Eule versteckelt. Die kommt wieder in dieses Fach hier. Und dann haben wir auch Reißnagel als Schirm. Warte, Moment. Als Schirm, Panda, Hasen, Mund. Schmetterling, alles Mögliche. Ein Schweinchen, das ist ja cool. Und eine Biene, was ist das? Eine Brille. Ein Frosch, cool, Dankeschön. Und da waren hier noch so Lesezeichen drin, die zeige ich euch gleich. Und da hinten hat sie verschiedenes Band. Da hole ich das jetzt mal raus, Moment. Verschiedenes Band. Und die Idee. Moment. So, jetzt schauen wir uns das Band an. Einmal hier so eins. Das ist auch total toll. So eins. Und vor allem, in was das so drin ist, dass es fest bleibt. Und dann einmal so eins. So, das ist auch total toll. Dankeschön. In Rot. So. In Grün. Auch total tolle Farben. So. So. Dann den Farben in der Farbe, der Farbe mit Pünktchen. Total toll, Dankeschön. Dann eins in so, in Grün.
Total tolle Sachen hast du geschickt. Ich hoffe, du freust dich echt auch über meins. Und so. Dankeschön. Kommen wir zu dem nächsten Päckchen. Moment. Ah, in dem Päckchen, was sie mir geschickt hat, war, in dem, der Box waren ja noch Lesezeichen drin. Die möchte ich euch mal noch zeigen, bevor ich es vergesse. Die sind total toll. Einmal dieses hier. Ach, es ist schön. Dieses hier. Dieses hier. Total schön. Mit einer Feder. Das eine erinnert mich irgendwie an. Das ist ein Delfin, aber das erinnert mich irgendwie an Harry Potter. Ich weiß nicht wieso. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. So. Und da steht nichts drauf. Das ist das Päckchen hier. Und ich leg's mal bei mir unten. Hoppala. Bei mir unten hin. Da kommen Sticker noch mit vor. Ist da noch was drin? Nein. Es sind so ganz kleine Steinchen irgendwo rausgeflogen, aber bloß wo? Dann haben wir hier einmal diese Sticker. Die sind total toll. Dankeschön. Dann ein doppelseitiges Klebeband. Dann haben wir einen Stift. Aber für was der Stift jetzt ist, das musst du mir mal sagen. Das ist das Klebestift. Ich habe keine Ahnung, schaut mal. Dann haben wir hier so verschiedene Blätter. Immer zwei Stück, glaube ich. Ja. Da mehrere. Ja. Totale schöne Farben. Das ist aber kein Papier, das ist so Plastik. Die sind total schön. Dankeschön. Ich muss mal schauen, was ich damit mache. Und wenn man hier einfach so eine Tasse und Glas drin. Moment. Ah, daher kommen diese Steinchen. Die waren in dem Glas drin. Ach, das ist toll. Schaut mal. Das glaube ich selbst gemacht. Hier sind die. Ah, das ist so ein Teelicht. Da kommen die ganzen Steinchen her. Werde ich nachher mal richtig machen. Das ist schön. Total toll. Dankeschön. Ich muss das jetzt mal kurz. So. Die Steinchen da reinfummeln. So, oder? Aber das ist total toll. Dankeschön. Wo stelle ich das jetzt hin? Dass da nichts passiert. Dann war da noch so ein Säckchen drin. Ist da noch was drin? So ein Säckchen.
Na, geh schon auf. Und da ist noch ein kleiner Engel drin. Schaut mal. Ist er nicht putzig? Dankeschön. Cool, Dankeschön. Dann kommen wir jetzt schon zu dem letzten Päckchen. Wo drauf steht für dich. Das sind so Bubbelfolie eingepackt. Und das ist so eine Engelsbox. Ach, ist die toll. Kriege ich die auch auf, oder dass ich sie jetzt. Total toll. Dankeschön. Vielen, 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 vielen lieben Dank für die tollen Sachen, die du mir geschickt hast. Ich habe mich echt wahnsinnig gefreut und die Spannung, die war echt da. In dem Päckchen ist jetzt nur noch der Weihnachtskalender drin. Schaut. Und davon wird es dann jeden Tag ein kleines Video geben. Wie gesagt, die ersten drei kommen jetzt dann. Und ja, dann sage ich nochmal ganz vielen lieben Dank, Steffi, für die tollen Sachen. Ich hoffe, du freust dich über meins und ich bin echt froh, dich kennengelernt zu haben. Und auf unseren zweiten Tausch, darauf kannst du dich verlassen, wenn dir meine Sachen auch gefallen, natürlich. Und ja, dann sage ich nochmal ganz herzlich lieben Dank und vielen, 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 vielen Dank. Fühl dich gedrückt und umarmt. Und wir sehen uns gleich wieder beim Adventskalender. Tschüss!